Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen wundervollen Wochenanfang. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, seid gut gestartet. Heute gibt es mal wieder die Public Beta Environments, das heißt die PBE Patch Notes, denn auf dem PBE ist tatsächlich wieder einiges los und das wollen wir uns natürlich mal anschauen. Wir wollen natürlich immer auf den neuesten Stand sein. Schauen uns ganz fix kurz ein bisschen die Skins an. Hexsächer-Momo kommt dazu. Ich persönlich muss ja sagen, es gibt kein Hextech-Skin. Ich habe irgendwie 17 Splitter oder so, diese Gemstones. Aber Hextech-Skins, die sind so richtig, richtig geil jetzt auch nicht. Weiß ich nicht, ist ein schwieriges Ding. Vor allem muss man bei diesem Skin einfach mal gucken, wo ist vorne, Leute? Wer weiß, wo vorne ist? Man könnte meinen, dass das hier die Augen sind. Das ist aber Quatsch. Das ist nämlich die Rückseite, das ist nämlich dieses Ding zum Aufziehen. Er guckt ja immer nach vorne. Das heißt, das hier ist vorne. Er guckt ja immer so ein bisschen depressiv. Aber... ja, ich meine, wer der Bock drauf hat, kann sich das ja gönnen. Hier, animationstechnisch ist das vielleicht ja auch ganz nett. Wobei das sieht ja immer ganz cool aus. So denkt man, wow, so. Aber im Prinzip passiert das ja in einer Sekunde meistens und dann ist vorbei, ne? Dann sieht man es ganz wenig. Da gibt es noch einen neuen Morgana-Skin. Majestic Empress Morgana und auch noch einen neuen Nami-Skin. Splendid Stuff Morgana. Nami, stopp, die hat sogar Füße tatsächlich, aber nur beim Packport. Ne? Da dachte ich einfach mal, hier, ich habe Füße, ne? Und da gibt es noch einen neuen Riven-Skin. Valiant Swatter Riven. Und ich muss sagen, Riven, dieser Skin, das Splash-Shot sieht sehr, sehr cool aus. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Ultra-Riven-Fan. Ich hasse es meistens, gegen sie zu spielen. Aber der Skin sieht wirklich, wirklich gut aus. Mir gefällt der sehr gut, auch von den Farben her. Dieses Rot mit diesem Dunkel. Was ist das für eine Farbe? Satin? Ist das eine Farbe? Satin? Oder so ein Lila halt, ne? Also Satin? Ach, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, muss ich sagen. Auch das Schwert. Geil. Ansonsten, das Ganze gibt es auch als Prestige-Edition. Ich würde fast sagen, in normale Farbe sieht es sogar besser aus als in Prestige, aber ist natürlich wie bei Skins üblich alles Geschmackssache. Ryze kriegt auch einen neuen Skin, da denkt man sich erstmal, oh mein Gott, Thanos himself. Und dann geht's in Game und dann sieht er so aus. Ja, also, ich weiß nicht, es sieht aus wie ein ägyptischer Schlumpf. Ich weiß auch vor allem gar nicht, was das für ein Champion ist. Ist der neu? Kommt der neu in League rein? Den habe ich noch nie in der Kluft gesehen, was soll das werden? Aber wenn ihr den mögt, ne, warum nicht? Könnt ihr ja machen. Gehen wir mal zu den Änderungen, beziehungsweise zu den wichtigen Sachen, die kommen. Das erste, TFT. TFT interessiert nicht jeden, aber vielleicht einige. Es kommt ein neuer Champion dazu, und zwar ist das Kaiser. Sie kostet 5, ist Legendary und hat Void Ranger Assassin. Die aktuelle Meta ist, hey Leute, wir spielen alle Kassadin auf Void und auf Assassine. Was er nun mal ist. Ne? Also er ist Void und machen ihn zum Assassine und dann ist er Bro. Und was denkt sich Riot jetzt? Hey, vielleicht machen wir es noch einfacher für euch. Ihr kriegt Kaiser, die ist Void, Ranger und Assassine. Ich meine, dass sie Ranger ist und Legendary finde ich richtig cool, die Idee. Void hätte man vielleicht auch noch verargumentieren können, wobei die Kombination aus Void und Ranger, glaube ich, komplett broken ist und dann noch Legendary. Also diese Einheit und dann noch fucking Assassin. Ich meine, muss das sein? Sie hat Züge von Assassin, muss man sagen. Also ein richtiger Turbo-Assassin ist sie jetzt auch nicht, ja. Also bin ich mir unsicher, ob das wirklich gut fürs Gameplay ist. Wird bestimmt Turbo-Broken sein. Aber ist natürlich noch auf dem PB, kann sich noch vieles ändern. Blitzcrank. Blitzcrank hat jetzt 100 mehr Range auf seiner Q. Das könnte sehr gefährlich sein, weil wenn Sachen verändert werden, das war damals, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran. Flash ging damals unglaublich weit. Und dann wurde es locker halbiert und... ein Patch danach sind alle gegen Wände geflasht. Du hast wirklich überall die Leute immer nur gegen die Wände knallen sehen, weil du einfach... das war echt schwer, nach dem Nerf über die Wand zu kommen, muss man sagen. Mittlerweile sind wir es gewohnt, aber du warst damals so, du konntest einfach, ne, einen Meter davor stehen und dann zack, bam, drüber flashen. Und so ist es auch hier, dass man sagt, okay, hey, der Grab wird mich nicht treffen und dann trifft euch vielleicht doch. Muss man echt aufpassen. Static Field, das ist seine Ultimate, die Passive davon. Und zwar, wenn ihr eurem Ultimate nicht benutzt, dann könnt ihr, dann lädt sich eure Faust auf und ihr macht mit einem Auto-Attack 50 Damage. Das deckt jetzt zu dreimal, ist ganz nett. Garen. Ist Garen broken oder sowas? Also eigentlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, die Änderungen, die hier sind, sind eher ein Nerf als ein Buff. Fangen wir an. Seine Passive. Seine Passive ist so, dass sie zwei Stufen hat. Das heißt, das ist levelabhängig und er bekommt dann 25% ab, also seine HP-Regeneration verdoppelt sich ab 25% und wenn er später höheres Level hat, ab 50%. Und der Cooldown war 9,4, wird jetzt auf 6 gechanged. Das heißt, so die goldene Mitte so ungefähr. Das Problem, also diese Double Health Mechanik ist raus. Dafür wurde sein Heal Amount komplett insgesamt erhöht. Ja, vorher war es 2%, 8%. Jetzt sind es später 10,2%. Und es scaled die ganze Zeit hoch. Das ist relativ cool. Das heißt, wenn du hier irgendwo bist, hast du 3,5 statt 2. Das ist nett. Allerdings hast du nicht mehr diese Verdopplung da drin.
Hast aber auch generell weniger Cooldown. Also man muss sagen, sein Early Game ist deutlich besser. Sein Late Game, würde ich sagen, ist etwas schwächer geworden, aber es ist nicht so schlimm. Ich glaube, das soll vor allem helfen, Garen nicht mehr ganz so toxic zu machen. Vielleicht ist das auch gegen diese Garen Yuumi Botlane gewesen. Auf jeden Fall ist er dann nicht mehr, wenn er so, also toxic im Sinne von, du hast ihn auf 10%, siehst ihn kurz eine halbe Sekunde nicht und zack hat er wieder 50%. Ja, denn auch seine W wird genervt, er kriegt jetzt quasi weniger Resistenzen insgesamt, von 50 auf 30 wird das reduziert. Ansonsten auch seine E wird ein bisschen verändert, das ist auch sehr fragwürdig. Vorher war es so, es hat einen Base Damage gehabt von 5 plus 1 alle drei Level, maximal 10. Ja, und jetzt hat er 8 plus 1 plus 20% Attack Speed. Das ist super weird. Ich meine, Attack Speed, warum? Also, man kann es vielleicht so ein bisschen verargumentieren, denn die E kann critten. Das heißt, wenn du ein Static baust, hey, cool, Attack Speed und Crit. Naja, dann macht das Ding mehr Schaden. Ich glaube, diese Mechanik war sogar mal drin damals. Ist, glaube ich, so eine Art Revert, was jetzt mit Garen gemacht wird. Aber ob das jetzt damals war Garen Kacke, heute ist Garen Kacke. Also, ha, schwieriges Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob so ein Attack Speed Scaling wirklich das Richtige ist, weil so ein Static, also das brauchst du wirklich nur, wenn du richtig Bock hast. Auch sein Base Damage und die ganzen Changes, die hier gemacht sind, das ist so, das ist alles so, ich kann es zusammenfassen, hey, du kriegst hier ein bisschen was, aber verlierst da so ein bisschen was. Also so richtig, ich würde sagen, plus minus null so ein bisschen. Kommt nicht so richtig voran. Zum Beispiel, um das hier fortzuführen, um ein Beispiel zu nennen, sein Ultimate macht jetzt True Damage, macht aber weniger Schaden und weniger Scaling Damage. Also das ist halt so, okay, klar, Damage ist geiler jetzt, aber weniger so. Ich meine, das ist so. Und er hat auch keine, nicht mehr diese Villainy, oder wie auch immer das heißen soll, das Wort, diese Passive hat er auch nicht mehr. Ja gut, kommen wir weiter zu Cassiopeia. Cassiopeias Empowered Damage von der E wird erhöht um 10, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. 10 ist im Early Game extrem viel, wenn du nämlich 3, 4, 5 Dinger davon abbekommst, sonst ist das einfach 40, 50 Schaden. Vor allem, Cassiopeia wird ja immer die ganze Zeit, ja, sie ist auf einmal wieder broke und dann wird sie wieder genervt. Jetzt wird sie wieder gewafft und dann ist sie bald wieder broke. Aber wir werden sehen, was das, naja, das, ich meine, es ist ein kleiner Buff. Aber ich hätte gesagt, 5 Damage hätten gereicht. Aber gut. Gragas. Gragas wird etwas reduziert, das heißt, beziehungsweise genervt, hat jetzt mehr Cooldown auf der W und macht weniger Schaden. Graves wird mit den Stats ein bisschen angepasst, hier steht überall Increase, wird alles gebufft. Graves wird irgendwann, Leute, richtig, richtig stark werden. Ich meine, das hier sind jetzt, glaube ich, eher so, ja, so ein Facelift, sag ich mal, ne, um die Zahlen schön zu machen. Das sind jetzt alles hier, ne, von 551,12 auf 555, 355, ne. Das ist alles so ein kleines Facelift, der ist jetzt ein bisschen schöner, aber irgendwann wird Graves wieder in die Kluft kommen, meine Freunde. Ihr könnt euch schon mal wieder vorbereiten und dann wird er richtig Ärsche kicken. Heimerdinger. Heimerdingers AP-Ratio von seinen Kanonen wird um 5% angehoben. Auch das ist ein sehr, sehr starker Buff, denn das ist natürlich pro Schuss. 5%, 5%, 5%. Und wenn du 3 Türme hast, 15%, 15%, 15%. Also das ist, kann schon insane werden, Leute. Also, schwierig. Ansonsten auch seine Stun-Granate. Seine Stun-Granate hält jetzt 1,5. Die ist sauschwer zu treffen, muss man sagen. Also ist, glaube ich, gerechtfertigt. Allerdings, das letzte Mal, als ich die abbekommen habe, war ich einfach von 80% auf 0 runtergebüllert worden. Karma's Q wird genervt. Und zwar 20 Prozentpunkte weniger AP-Ratio auf der Q, das ist insane viel. Holy shit, Karma kannst du echt begraben, das tötet sie. Also, holy shit, sie wurde ja schon so oft jetzt genervt. 20% weniger, das ist insane. Mordekaiser, das W wird etwas gebufft, das heißt, er kann jetzt mehr angerichteten Schaden storen. 5% mehr, das ist auf jeden Fall nett. Das sind so kleine Sprünge, die finde ich cool. Ne? Man muss nicht so sagen, hey, komm, lass direkt 10 machen, lass direkt 15 machen, so ganz kleine, ne? Das ist, so würde ich es machen. Na gut, Orianna, meine Freunde, da freue ich mich richtig drauf. Klar, Orianna, ne, Worlds, wie ist das? Also, viele Sachen tun ja auch so ein bisschen darauf hin. Und deswegen will man auch Gragas nicht sehen, zum Beispiel. Da kommt noch ein zweiter, es kommt immer ein zweiter. Der war aber nicht so ganz. Aber es kommt immer ein zweiter bei mir, kennt ihr das? Es geht immer zwei. Wenn einer kommt, kommt auch der zweite. Wenn einer runterrennt, dann auch der zweite. Ja gut, Shockwave wird, also ich liebe es. Ich liebe Orianna, aber ihre Ultimate, da habe ich immer so das Gefühl, jeder macht, wenn er Ultimate drückt, zack, dann bist du tot. So, ne? Victor macht Ultimate, macht bestimmt insgesamt 300, 400 Schaden. Jeder böllert dich komplett um. Nur bei Orianna 150 Schaden, Leute. Das ist eine Level 3 Q, stell dich das mal vor. 150 und 70% ist okay. Das ist gerade so okay. Sie hat jetzt 50 mehr Schaden und 10% mehr Scaling. Also die Ult ist legit gut. Ich glaube, ich werde jetzt Orianna main in den nächsten Patch. Da habe ich richtig Bock drauf, Leute. Da habe ich wirklich, wirklich Bock drauf. Orn kann jetzt mit seiner Pässe früher die Items upgraden. Das heißt, ein Level früher. Das ist definitiv nett. Das ist ein schöner Power Spike.
Ansonsten, Riven wird, ich glaube, bei Riven kann man sich auch nicht so richtig einigen. Riven wird die Q gebufft, dann wieder genervt, dann wieder die E gebufft, wieder genervt und wieder und hin und her. Ich glaube, das Problem lag ja auch sehr viel am Spear of Sojourn, das war das Problem. Ihre Stats und Spear of Sojourn und zusammen war es halt ein riesiges Boom. Und jetzt haben wir, Cooldown wird wieder erhöht von der Q, dafür von der E wieder reduziert. Muss man sagen, ist glaube ich ein Win, denn eine Sekunde mehr Q-Cooldown, aber zwei Sekunden weniger E-Cooldown. Und so macht man es auch richtig. Hey, es kommt ein neuer Skin, lass uns Riven buffen. Ne? Ansonsten, Zion wird etwas gebufft, das heißt die Shield Strength ist um 20 höher, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Sylas hassen wir alle, wird genervt. Tam Kench, sein Shield, da bin ich mir unsicher, Leute, da könnt ihr mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Tam Kench, sein Shield, das kennen wir ja, das E, wird verändert. Und zwar die Health Generation, die er bekommt, wird von 75% auf 30 bis 100%. Das heißt im Early Game viel schlechter, du kannst viel schöner gegen Tam Kench lane, aber im Late Game deutlich stärker, muss man auch sagen. Also wahrscheinlich ist es eher ein Nerf, weil so kannst du ihm wenigstens auf der Lane Quest mal richtig hart auf den Sack geben. Aber 100% im Late Game, das ist schon echt ekelhaft. Das ist schon echt ekelhaft, glaube ich. Aber gut. Twisted Fate. Twisted Fate kriegt jetzt mehr Attack Speed durch seine E. Das ist ja ein passives Attack Speed. Und er macht auch etwas mehr Schaden. Finde ich, ist eine coole Idee, denn das ist ein Spell, den muss man so ein bisschen, ja, ne, mit den Karten, wenn du was belohnst, was du wirklich timen musst. Ja, du musst sagen, okay, jetzt habe ich Stack Deck, jetzt muss ich ihn angreifen. Dass was belohnt wird, finde ich gut. Dass da mehr Attack Speed drauf kommt, finde ich generell auch gut. Bufft natürlich auch den AD Twisted Fate, den ja zurzeit viele spielen. Bufft aber definitiv auch den normalen Twisted Fate. Vayne. Bei Vayne, da bin ich mir auch unsicher. Vayne wird gebufft und zwar macht sie mehr Damage durch ihre Ultimate, beziehungsweise sie bekommt mehr AD durch ihre Ultimate, so muss man sagen. Sie bekommt auf Stufe 1 5 mehr und später sogar 15. Das summiert sich natürlich auch sehr, sehr schnell an, ne? Sie hat sehr viel Attack Speed meistens. 5, 10, 15, 20, 25. Das scaled ja auch ebenfalls in ihre E mit rein und auch in ihre Q mit rein. Das heißt, das summiert sich schnell. Und hier sagt man sich, man bufft sich vor allem im Late Game. Da ist immer die Frage, würdet ihr Vayne eher im Early Game buffen oder im Late Game? Ich glaube, wenn man Vayne bufft, ich würde sie gar nicht buffen, um ehrlich zu sein. Aber wenn man sie bufft, würde ich sie tatsächlich, glaube ich, auch im, aber im Late Game fühlt sich Vayne total unfair an. Ich schwöre, es kommt 100% unfair. Aber du musst sie halt im Early Game zerstören, damit sie nicht ins Late kommt. Wenn man sie jetzt im Early Game stärker macht und sie im Late Game schon unfair anfühlt, dann ist auch schwierig. Was würdet ihr mit Vayne machen? Ich würde sie einfach löschen. Gut, Veigar. Veigar ist der nächste Champion. Bei ihm wird der Cooldown von dem Cage reduziert. Boah, diese Flieger, ne? Die nervt mich richtig hart. Cooldown wird reduziert um 2 Sekunden später. Das ist definitiv nett. Im Early Game bringt das nicht so viel. Xen'Zao-Regeneration wird verbessert. Das heißt, hey, du regenerierst jetzt nicht zwischen 8 und 59, sondern 10 und 78, ist definitiv nett. Außerdem wird auch der Talon, der 3 Talon Strike verbessert, macht etwas mehr Schaden. Xen'Zao ist aber auch so ein Champion, den ich nicht unbedingt empfehlen würde. Ich glaube, in Low Elo kann man echt mit diesem Champion smashen, aber boah, ich mag das Scaling von Xen'Zao überhaupt nicht, aber deswegen könnt ihr entscheiden, ob ihr Bock habt auf Xen'Zao oder eben nicht. Yuumi, meine Freunde, holy fucking shit. Yuumi wird genervt. Aber sowas von. Der Slow auf ihrer Q war vorher pro Level 20 bis 68% und wird jetzt auf immer 20% genervt. Immer 20%. 20% ist so, als wenn du über die Straße läufst und dich jemand hinten am Shirt so ganz langsam hält oder so. So ein kleines Kind. Das heißt, du kannst immer noch gut laufen, bist aber ein bisschen geslowt, kommst aber noch locker weg. 68% war so Brudi. Ne? Das ist so, als wenn überall Eis liegt und du kaum laufen kannst. Aber 20%, also, ne, und dafür auch ebenfalls Slow Duration reduziert auf 1 Sekunde und Slow No Longer. The Case ist an sich ein Buff. Das bedeutet, vorher war es in der ersten 1,5 Sekunden war es 68%, dann bei 1 Sekunde war es nur noch 44% und bei 0,5 Sekunden war es noch 20%, also es geht runter. Und jetzt ist es halt die ganze Zeit 20%, aber ganz ehrlich, ich hätte lieber einmal fett, bam, 68% und der ich komme ran, anstatt 20% für 1 Sekunde, ich schwöre. Also, Yuumi gleich Müllmi. Mülmi, RIP. Zac wird auch etwas gechanged, das heißt seine Passive, habe ich gar nicht gesehen, habe ich voll, muss ich jetzt, das ist jetzt, guck mal, das ist jetzt Live-Reaktion. Tobi reagiert auf Zac-Patch. Zelldivision, Passive, Max Health Restore changed from 4% to 4, 5, 6, 7. Based on Air Rank, okay, Cooldown, no pingable. Das heißt, ja, wenn er mehr Punkte der Ultimate hat, dann bekommt er mehr Healing durch seine Blobs. Kann man machen. Ist okay. Ist ein Buff.
Kann man machen. Ja, TFT-Challenges interessieren wahrscheinlich nicht die meisten, aber Nah wird genervt, denn die meisten spielen ja gerade auch Mutaformers, ne? Ich weiß gar nicht, wie das heißt in Deutsch, diese Transformer-Champions. Das heißt, die haben so Nah, der hat auch echt unglaublich viel AP, wenn du 6 Mutaformers hast, Transformer-Champions. Mordekaiser Ult macht jetzt 850 Damage, das ist einfach 400 mehr. Ich finde das echt gut. Ich meine, 450 Damage für einen Gold-3-Champion, der komplett useless ist. Ne, jetzt kann er wenigstens jemand richtig aus dem Leben büllern. Finde ich, ist eine gute Idee. Sejuani Stun wird gechanged, muss man sagen. Das heißt, auf Stufe 1, wo sie ihre Ult eh fast nie durchbekommt, jetzt 2,5 Sekunden. Auf Stufe 2 sind es 3,5 und später 4,5. 6 Sekunden ist aber, ich habe da aber noch nie eine Gold-Sejuani gesehen. 6 Sekunden, da kannst du ja gleich deinstallieren. Aber ja, ist insgesamt auf jeden Fall Nerf. Also diese 0,5 bringen dir halt so gut wie gar nichts, weil es nie durchkommt. Sven wird ebenfalls genervt, das heißt, er macht weniger Schaden und teilt sich weniger. Dragon wird ja aktuell auch sehr viel gespielt mit Pantheon, Shyvana und so weiter. Das heißt, hier jetzt auf 75% ist nett, aber ob das jetzt so einen krassen Unterschied macht, ist aber nett, kann man machen. Void wird jetzt gechanged, das heißt, ihr habt jetzt einen 4er-Buff zusätzlich dazu bekommen. Ihr bekommt quasi, wenn ihr nur 2 Voids habt, wird ein Random Void Champion gebufft mit dem True Damage. Wenn ihr 4 habt, dann alle. Ja, das heißt nicht mehr 3 alle. Damit wird dieses Kassa-Ding so ein bisschen genervt. Aber gleichzeitig hast du halt auch diese Kaiser, die neu dazukommt. Schwierig auf jeden Fall. Und dann gibt es Yordles. Yordles, beziehungsweise der Yordle-Bonus wird auch erweitert. Und dann könnt ihr nämlich 9 Yordles haben. 85% Dodge habt ihr dann auf jeden Fall. Das ist komplett krank, muss man sagen. Diese 9 Yordles, es werden keine 9 Yordles wahrscheinlich eingeführt, sondern es ist eher so, ich weiß nicht, ob die hierbei waren. Es wird neue Items geben und daraus werdet ihr Yordles bauen können. Die müssen eigentlich auch hier irgendwo sein, die Items. Habe ich die überscrollt? Weiß ich nicht. Items. Ist auch nicht so wichtig. Es wird neue Items geben. Grundsätzlich, wenn ich aber sehe, dass wirklich jemand für 9 Yordles gehen will, dass sie sich schon diese Yordle-Sachen baut, dann würde ich einfach auf Magic Damage gehen, ne? Dann kann der da auch nicht viel machen. Das waren die Patch Notes, die PB-Patch Notes. Ihr könnt mir ja super gerne sagen, was ihr von den Änderungen haltet. Welche ist eure Lieblingsänderung? Welche erwartet ihr? Auf welche freut ihr euch überhaupt nicht? Und welchen Champion werdet ihr vielleicht mainen? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall. Auf Wiedersehen und tschüss.